Und herzlich willkommen zu der zweiten Sturmschiffverteidigung im Bootal. So, hier sieht er die Truppe, die kampfstarke Truppe. Und ich starte mal. So, kurzer Ladebildschirm. Und dann geht's auch gleich los mit der Sturmschildverteidigung 2 in Bootal. Oh, ich freue mich. So, ihr habt ja noch gesehen, was in den Baufällen so passiert ist. Ich hoffe, das reicht alles, was wir da so haben. Bin da Wir sehr sollten gespannt. weiter expandieren. Wenn du bereit zur Verteidigung bist, wähle am Sturmschild-Konsolenmenü Schild erweitern. Alles klar, Herr Kommissar. So, ich gucke gerade, ob Oh, ich. großartig, du hast einen Freund mitgebracht. Über das Außenposten-Konsolenmenü kannst du Besuchern Bau- und Ernteerlaubnis erteilen. So. Ja, das gewohnte Spiel, die gucken sich ja mal um. Ja, sollen sie auch ein bisschen die Karte kennenlernen. Jedenfalls, die Karte kennen sie ja wahrscheinlich, aber so wie ich sie gebaut habe, auch ein bisschen kennenlernen, ne? So. So, mal gucken. Und für diesen Anlass nehme ich natürlich auch meine 100er Malachit. Die ist auch schon teilweise besser, also das ist quasi noch die alte Variante. Aber ich denke mal, die 100er wird reichen. Oh, hier wird getradet. Ey, Zoll abdrücken. Zoll, Zoll. So. Kann losgehen, okay. Seht euch die Ninja-Moves an. Was? Bitte geht mal. Keine Angst, ich will das nicht haben. Alle zusammen Ninja-Style zum Beat. Okay, Geht schon. anscheinend kennen die beide sich. So. Alles klar. Schildleistung steigt. Gut. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Süden vor. Okay, von hier unten wieder. Mal gut, dass ich hier noch nichts zugebaut habe. Böse Bogen. Kann ich Angriffstechnologie So, dann lassen wir mal die Drohnen ein bisschen mit. Ach, da oben ist ja noch ein Spawnpunkt. Okay, alles klar. Ja, zwei Drohnen, ein Teddybär im Einsatz, aber kein Gegner. So, eine Drohne habe ich noch, aber ich werde die immer. Hat der da hinten echt gegen den Stein geklopft? Weißt du, was ich für eine Waffe nehme? Ich werde die hier nehmen. Weißt du, warum? Weil die Kugeln prallen da ab und alle ringsrum werden auch noch mit angeschossen. Ah, der kommt mir da nicht so nahe. Oh, habt ihr gesehen? So. Was ist hier noch hinter mir? So. Was? 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 Oh, da oben ist was nicht aufgewertet. Stimmt. Ich war ein Bär. So. Zack. Huch. Oh oh. Jetzt. Ach, Gott sei Dank. Beinahe wie eine Falle hier gewesen, höre. So, 50 Sekunden noch. Werden wir ja schon wohl packen. So, haben wir gerade eine Drohne gezündet, was völlig gut ist. So, komm.
Was wird nicht tun? Entschuldigung. Ich mag die Waffe, ey. Ich hätte die echt super gerne auf Legendär, ey. Das wäre die ultimative Pistole. Gerade weil die Kugeln abprallen und da überall Schaden machen und so. Das. Ah, ist das geil. Guck mal, alles im Umkreis mache ich da einfach nur kaputt. Wenn ich mir denn einen dicken raussuche, ja, der sowieso ein bisschen mehr aushält, dann schieße ich alles andere kreuz und lahm da hinten. Okay. Okay. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Norden vor. So, aus dem Norden. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, die machen mir da nichts kaputt. Von hier unten, ja? Irgendwo. Von hier, okay. Da. Das heißt, die laufen einmal da unten lang und einmal hier oben anscheinend lang. Okay, auf jeden Fall wieder eine große Ecke freigeschaltet. So, mach ich nochmal ganz schnell hier ein bisschen was weg. So, ich pass einfach mal hier auf, ne? Komm, ich zünde auch meine Dings. Warte mal, wenn die da oben langlaufen, kommen die, glaube ich, hier runter, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Doch, da, gucke, da ist schon der Erste irgendwie. Ach, die hängen da alle im Baum fest. Ja, das ist auch nicht schlecht. Nicht den Baum kaputt schießen. Bonus. Da laufen irgendwie welche lang vorbei irgendwie. Warte mal. Das gefällt mir nicht ganz so. Laufen die da oben lang oder wo laufen die lang? Ah, hab's gerade gesehen. Okay, die kommen von da oben raus. Was? Okay, dann bleibe ich mal hier und verteidige hier ein bisschen. Warum ist denn hier eine halbe Wand? Habe ich die da hingebaut? Ja, muss ja. So, ich zünd einfach mal noch eine Drohne. Muss mal hier das Gestrüpp wegmachen. Achso, das sind ja eh Feuergegner. Ja, dann hol ich mal meine Wasserwumme. Wow, wir haben hier ein großes violettes Problem. Okay. Wo kommt denn der jetzt lang? Ach, hier wäre der lang gekommen, ne? Das heißt, die spawnen also dahinter. Das heißt, das ganze Gelände hier, das kann ich auch noch zukleistern. Oh, ach du Gott, oh Gott, oh Gott. Da bin ich echt an überlegen, ob ich echt die ganze Fläche einfach zutackere. Einfach nur zutackern, weißt du wie? Das muss ich mir unbedingt merken. Dass ich gar nicht erst hier runter baue, sondern direkt geradeaus. Nee, nicht da runterlaufen. Zum Angriff. Da hinten ist noch irgendwo ein roter Punkt. Ah, okay. Ey, mach ich mir hier nicht meine Gebäude kaputt. Das hast du dir selbst gemacht. Die sind gebaut, um nicht kaputt zu gehen. Wo trampelt's denn hier so laut? Ich höre es hier volle Kanne. Ach, da oben zum hängt er. Okay, alles klar. Weg ist er. Klack, 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 klack. Ich mag die. Dein Ernst? Jo, meine Drohne hier zünden. Die rollt ja mal auf jeden Fall hier auf. Okay, also gut zu wissen, von wo die Gegner jetzt kommen. Erledigt den Zermalmer. Kommen sie hier auf jeden Fall hier durch. Weil das hier wird zu hoch sein für die. Ah, alles klar. Na gut, das werde ich trotzdem zubauen. Das werde ich trotzdem zubauen. Oh ja, Zeit, meinen funky Tanz dir zu zeigen. Da hinten ist irgendwo eine ekelhafte Hexe.
Ah, schön wär's. Komm, lad nach. Die Festung ist in Gefahr. Was? Zermalma! Okay. Kriegen wir hin. Ja, dann finden wir mal unsere fette Wumme. Mal gucken, wie schnell kaputt geht. Oh, doch relativ schnell, ne? Da ist noch eine Hexe. Hat er ja mal den dicken. Komm, setz noch mal hin. Angriffstechnologie bereit. Danke fürs Spiel. Liebsten Sekunden noch. So, weg mit dir. Ja, den Hexen, ey. So gut, das war's eh. Ich hoffe, es ist nicht zu viel kaputt gegangen. Aber ich glaube nicht. Du hast es geschafft. Super, gut. Alter. Nicht so laut. Gut. Schön, das war die erste Verteidigung. So, nochmal bedankt. Ja. Muss ja auch sein. Gut, die beiden, die haben sich anscheinend gekannt und haben auch mal ein bisschen getradet. Das ist wahrscheinlich 1000. Aha. Oder 1200? Okay. Ich weiß gerade nicht, ich habe nur irgendwas mit Malachit und irgendwas, welchen Waffen, und hast du nicht gesehen, gelesen. Alles habe ich da jetzt nicht mitgekriegt bei dem Gespräch. Aber darum sollte es ja auch nicht gehen, ne? So, Belohnung. Beute Level 4. Gibt immer 12.000 Helden-XP. 4 Mini-Lamas. So, 100 Vorteilsfix. 100 V-Bucks und 2 Fähigkeitspunkte. Yay. Nochmal 50 V-Bucks. Gut. Oh, jetzt haben wir endlich wieder 3. Endlich mal wieder eine vernünftige Zahl. Sonst ist immer genau einer übergeblieben. So, wir sind ja schon relativ weit. Ich würde gerne... Kondition, das ist eigentlich ganz cool. Schaltet Ingenieursteam neuen Dienst frei. Neuen Slot. Würde ich einfach zuerst machen. Da würde ich auch so direkt mal reingucken, wo der ist. Und da. Gucken, ob wir da einen halbwegs passenden haben für. Nicht direkt, nee. Na gut, hauen wir einmal ihn rein. Gutes Team! Boah, schreib mich doch nicht so. So, jetzt machen wir noch, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich wollte die 4 Lamas aufmachen. Zack! Oh, sogar ein Löwe ist. Ein löwernes Lama! Ich wusste, dass ich was Besonderes bin. Ah, schön viel Sturmgold. Dings hier weiß schon. Bodengefrierer. Okay. Beute Lama! Hurra! Okay, das war wirklich nur Standard. Das ist aber auch völlig okay. Oh nein, so war das. Yay! Schade. Wenn ja auch mal in Gold kommen, die Dinger. Ja. Kommt noch ein bisschen mehr Sturmgold. 80 und 120, 110. Ja, irgendwas. Gib mir irgendwas. Felsenfuß in der Crash oder Drachenskorn? Drachenskorn haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Okay. Oh, eins noch, ja? Ah, schade. Yay! Cool. Dann können wir sogar noch mit unserem früher Sturmgold. Warte, da müsste ich aber jetzt direkt reingucken, was ich da brauche. Und zwar würde ich immer gerne diese eine Falle hier richtig schön aufrüsten. Und zwar, ich brauche das lilane quasi. Vorteilsfix episch.
Und davon erstmal eine ganze Menge. So, 200 Stück. Ja, guck, muss ich jetzt nicht leisten? Nee. Okay. Ach, sind die auch ausverkauft jetzt? Oh, ausverkauft. Na gut, dann muss ich da wieder warten. Okay. Ja, zur Zeit kaufe ich mir nur noch diese Dinger, um hier aufzuwerten, ne? Um diese Modifikationen nach oben zu treiben. So, Nachladegeschwindigkeit könnten wir machen. Wir können sowieso nur eins machen. Reicht nicht für zwei. Machen wir die Nachladegeschwindigkeit noch ein bisschen höher. So. Cool. Cool, cool, cool. Dann gucken wir hier nochmal kurz rein. Was haben wir hier Schönes? Auch noch einen für die Sammlung rein zufällig. Haben wir nicht, okay. Ja, das mache ich jetzt einfach noch mit. So, zack. Das müsst ihr jetzt ertragen, ansonsten, ne? Und die haben wir noch. Ach, behalte ich erstmal. Ich weiß, oder? Mäh. Ach, hau mal weg. Komm in die Sammlung rein. So, und Skizzen. Da haben wir auch ein bisschen Bodengefrierer. Den haben wir aber auf legendär, glaube ich schon, ja. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Kleinkram. Warte mal. Ich gucke mal, ob ich da noch irgendwas in der... Guck mal, hier haben wir noch was für die Sammlung. Und dem Bodengefrierer haben wir auch noch für die Sammlung. Gut. So, gut, wie viel haben wir denn? 4000, okay, damit kommen wir nicht weit. Aber Hennigsby haben wir bekommen. Ach ne, der ist ja schon fertig, der ist ja schon auf Maximum. Den fand ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich werde den erstmal auf Level, warte mal, 30 oder 25? Wo ist die letzte Fähigkeit? Auf 30, okay. Ich glaube, den werde ich mal auf Level 30 leveln. Den würde ich gerne mal super dolle, gerne hübsch und dolle testen, ne? Gut, so, jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich glaube, hier brauchen wir nichts mehr großartig machen. Das lohnt sich noch nicht, da irgendwas aufzuwerten. Naja, komm, hier ein bisschen. Level 51 sind wir schon. Okay, das war's eh. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und das war die Sturmschildverteidigung 2 im Plankerton. Ah, Quatsch! Im Brutal. Was will man jetzt eigentlich schon wieder machen? Ja, okay, das kriegen wir hin. Gut, alles klar, denn habt euch wohl und bis zum nächsten Mal wieder, euer Bumble, ciao!